Sie lernen Autofahren und Go spielen, ermöglichen moderne Sprachassistenten wie Siri, Cortana oder Alexa und immer mehr Filme warnen uns vor dem Ende der Menschheit durch Computercode. Künstliche Intelligenzen sind überall. Aber was genau ist das eigentlich? Und könnte KI wirklich unser Ende bedeuten? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's On. Viele denken beim Begriff KI vermutlich spontan an Roboter oder Computer, die als Antagonisten in Filmen unser Leben schwer machen. Natürlich entsprechen diese Szenarien nicht wirklich der Realität. Das Grundprinzip ist jedoch richtig. Generell wird künstliche Intelligenz nämlich als Versuch definiert, menschenähnliches Verhalten nachzubilden. Mittlerweile hört man alle paar Wochen von einem neuen, unerwarteten Durchbruch in der KI-Forschung. Googles DeepMind hat sich beispielsweise das Laufen in einer Simulation selbst beigebracht. Die erste von einer KI komponierte Single wurde dieses Jahr veröffentlicht. Und Kunstkritiker fanden einige Werke eines kreativen Algorithmus besser als die Arbeit von menschlichen Künstlern. Wie aber kam es überhaupt zur heutigen Technologie, die wir künstliche Intelligenz nennen? Angefangen mit Theorien und Experimenten bezüglich Intelligenz und Maschinen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts formte sich die Idee eines denkenden Computers. So kam es dazu, dass ein Forscher namens Alan Matheson-Turing 1950 einen wissenschaftlichen Aufsatz mit dem Titel Computing, Machinery and Intelligence veröffentlichte, in welchem er, neben anderem, den allseits bekannten Turing-Test vorstellte. Generell ist der Turing-Test eine Prüfung für eine KI. Sie gilt als bestanden, wenn die Maschine sich gegenüber einem realen Menschen erfolgreich als ein anderer Mensch ausgeben kann. Dieser Test gilt selbst heute noch als großes Ziel in der Entwicklung und Erforschung von intelligenten Maschinen. Der Begriff künstliche Intelligenz selber wurde jedoch erst 1956 vom Informatiker John McCarthy während der Dartmouth-Konferenz geprägt, der ersten Konferenz zu eben genau diesem Thema. Bis 1993 kam die KI-Forschung aber nicht besonders weit, was unter anderem an der fehlenden Leistung der damaligen Computer und ausbleibender finanzieller Unterstützung lag. Der Forschungsbereich hat also erst wirklich seit der Jahrtausendwende die nötige Technologie und Finanzierung, um nennenswerte Fortschritte machen zu können. Wie sieht es also heute aus? Eines vorweg, was wir täglich mit Sprachassistenten und bei der Google-Suche nutzen, ist weit vom großen Ziel einer menschenähnlichen Intelligenz entfernt. Momentan nutzen wir nämlich noch sogenannte Narrow Artificial Intelligence, also beschränkte künstliche Intelligenz oder einfach schwache KI. Schwache KI sind alle Anwendungen, die nur eine einzige oder sehr wenige menschenähnliche Aufgaben erledigen können. Zu den bekanntesten zählt die KI AlphaGo, die den Weltmeister Lee Sedol im asiatischen Brettspiel Go besiegen konnte, und erst kürzlich die KI der Firma OpenAI, die in einer Variante des Computerspiels Dota 2 bisher ungeschlagen ist. Eine KI ist also schwach, wenn sie nur sehr wenige Aufgaben erledigen kann, aber in anderen Gebieten nicht mit dem menschlichen Niveau mithalten kann. Natürlich wird diese Technik heutzutage in weit mehr Bereichen genutzt als nur in der Spielewelt. Ob im Flugzeug, in der Finanzbranche, im Krankenhaus oder einfach nur in deinem Handy. Tatsächlich ist schwache KI nämlich bereits überall. Zum Beispiel sieht und hört man in letzter Zeit immer mehr von einer KI mit dem Namen Watson. Nein, nicht Dr. Watson und auch nicht What's On, sondern Watson. Diese künstliche Intelligenz wird von IBM entwickelt und ist eine sogenannte semantische Suchmaschine. Eine solche Suchmaschine akzeptiert natürliche Sprache als Eingabe und kann dann auch per Sprachausgabe antworten. Watsons Fähigkeit, Fragen verstehen und beantworten zu können, wurde im Februar 2011 im Fernsehen während einer beliebten Quizshow namens Jeopardy bewiesen. Hier trat die KI gegen zwei Meister dieses Spiels an und besiegte sie beide. KI wie diese könnten in allen möglichen Gebieten angewandt werden. Wie beispielsweise auch in der Medizin, wo Watson bereits Gentests viel effektiver interpretiert als seine menschlichen Kollegen. Ein anderes Beispiel aus unserem Alltag stellt künstliche Intelligenz in unseren Autos dar. Navigationssysteme, Abstandsmesser und Einparkassistenten, alles soll auf ein Ziel hinauslaufen. Ein autonomes, also selbstfahrendes Auto. Wer hier in den nächsten Jahren das Rennen macht, hat die Chance, einen neuen, riesigen Markt zu dominieren. Interessant ist KI auch für die Industrie. Baxter ist eine relativ simple Einheit, bestehend aus robotischen Armen und einem zentralen Computer. Die künstliche Intelligenz in diesem Computer kann sich Bewegungsabläufe einprägen, indem sie von einem Menschen geführt wird. In Kombination mit einer Kamera zum Erkennen von gewissen Objekten lernt die KI so, was genau sie machen soll, ohne dass dies noch einmal einprogrammiert werden muss.
Danach ist Baxter in der Lage, den Prozess zu wiederholen, auch wenn sich einige Variablen verändern, auf die ein normaler Roboter gar nicht vorbereitet wäre. Die Anwendungsgebiete für schwache KI sind vielzählig und KI hat schon begonnen, unser Leben zu verändern. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was einige Forscher aktuell erschaffen wollen. Eine künstliche Intelligenz, die genauso intelligent ist wie ein Mensch. Diese sogenannte General Artificial Intelligence, also generelle künstliche Intelligenz oder auch starke KI, könnte alles machen und verstehen, was ein Mensch kann. Eine solche Intelligenz wäre also in der Lage, den Turing-Test zu bestehen. Und hier sehen viele Experten eine gewisse Problematik. Denn wenn die Maschine genauso intelligent ist wie wir, dann könnte sie auch genauso gut programmieren wie wir. Was ist, wenn diese Intelligenz entscheidet, dass wir Menschen bei ihrer Erschaffung noch ein paar Fehler gemacht haben? Vielleicht würde sie entscheiden, sich selbst umzuprogrammieren und sich so zu verbessern. Eine KI würde auf diese Weise relativ schnell von einer menschlichen Intelligenz zu einer sogenannten künstlichen Superintelligenz werden. Das ist eine Maschine, die viel klüger ist als alle Menschen auf der Welt zusammen. Dieser Übergang wird von den meisten Wissenschaftlern als technologische Singularität bezeichnet. Ab diesem Punkt würde sich unser Alltag drastisch verändern. Es ist extrem schwierig vorherzusagen, was für Veränderungen die Singularität mit sich bringen würde. Es ist aber sicher, dass es entweder extrem positive oder extrem negative sein würden. Der Vorteil einer solchen Super-KI gegenüber dem menschlichen Gehirn ist, dass sie sich alles genau merken und auch tausendfach schneller anwenden kann. Während das gesamte Wissen der Menschheit momentan noch in vielen Gehirnen und Medien verteilt ist, wäre eine KI, wenn sie die nötigen Ressourcen hat, in der Lage, wirklich alles zu wissen. Diese Intelligenz wäre folglich die erste Entität auf Erden, die unser gesamtes Wissen im Kopf hat und somit womöglich Lösungen zu Problemen finden könnte, auf die noch kein Mensch kommen konnte. Entgegen der meisten filmbasierten Erwartungen ist das grundlegende Problem mit künstlicher Intelligenz übrigens nicht, dass sie böse wird. Die wirkliche Gefahr besteht darin, dass die KI einfach nicht die gleichen Ziele wie wir Menschen verfolgt. Stellt euch mal vor, wir würden eine generelle KI mit menschenähnlicher Intelligenz programmieren und ihr das Ziel geben, möglichst viele Büroklammern anzuschaffen. Wie würde diese KI ihr Ziel erreichen? Sie könnte beginnen, eine Fabrik zu errichten, in der sie Büroklammern herstellen kann. Sie könnte am Aktienmarkt Geld verdienen, mit der sie Büroklammern kaufen kann. Oder vielleicht versucht sie, bereits existierende Büroklammern einzusammeln. Wichtig ist, dass diese künstliche Intelligenz weiterhin an sich arbeiten würde, um sich selber intelligenter zu machen. Nicht, weil Intelligenz einen Wert für sie hat, sondern weil sie mehr Büroklammern herstellen kann, wenn sie intelligenter ist. Wie das Spiel ausgeht, das weiß keiner. Aber um es mit den Worten von Autor Eliza Yudkowsky zu sagen, künstliche Intelligenz hasst dich nicht. Sie liebt dich auch nicht, aber du bestehst aus Atomen, die sie für etwas anderes verwenden kann. Künstliche Intelligenz sieht heute nach nicht besonders viel aus. Aber die Macht der exponentiellen Verbesserung kann hier unglaublich schnell zuschlagen. Die KI, die letztes Jahr noch Probleme hatte, Gesichter richtig zu erkennen, kann heute mit 70% Genauigkeit deine Sexualität vorhersagen. Die KI, die heute noch Probleme hat, Gedichte zu schreiben, könnte bald Romanautoren arbeitslos machen. Und eine KI, die denken soll wie ein Mensch, könnte uns alle vernichten. Immer mehr Experten warnen vor den Gefahren, die diese Technologie innehat. So unterschrieben 2015 über 150 Experten einen offenen Brief, der mehr Vorsicht bei der Erforschung von KI verlangte. Unter anderem Stephen Hawking, Elon Musk und Steve Wozniak haben den Brief schon unterzeichnet. Aber in dem Brief wurden auch die großartigen Möglichkeiten von KI genannt. Wenn sie richtig erforscht wird, könnten Hunger und Armut gestoppt werden. Unberechenbare Vorteile für die gesamte Menschheit wird im Brief genannt. Wie die Zukunft wirklich aussieht, bleibt abzuwarten. Aber eins ist sicher, es wird eine spannende Zukunft. Was denkt ihr? Skynet oder der Himmel auf Erden? Diskutiert mit uns unten in den Kommentaren. Und ansonsten bleibt neugierig, euer Cedric.